Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Gold Projekt. Heute spielen wir mal wieder die Annie. Nachdem wir die in der MSR gesehen haben, dachte ich, zeige ich denen mal, wie die richtig gespielt wird. Und ich sehe, ich habe meine Runen verkackt. Ich habe noch vom letzten Mal Seraphin-Runen dabei. Okay, das heißt, wir haben kein Burst-Damage mit Electrocute. Ja. Und ich habe niemals die Ausrede, dass ich irgendwie in Panik war, was Picken und alles anging. Ich war, glaube ich, als zweites ran mit Picken. Okay, aber ich sehe gerade, sie hat Face Rush dabei. Bin ich auch eine wilde Rune. Aber dann hat sie zumindest auch kein Burst Damage. Nicht fair, dass sie auch verkackt hat mit den Runen. Egal, wir machen das. Wir sind gut. Mal nachgeguckt, ich habe eine 70% Winrate auf Annie. Und wir dafür mal sorgen, dass sie noch steigt. Ich bin auf jeden Fall gegen Akali. Das sollte ein recht gutes Matchup werden. Ich weiß gerade gar nicht, ob es schon eine Aufnahme gab, wo ich gegen sie gespielt habe. Auf jeden Fall war das immer recht gut machbar. Natürlich, wie gesagt, jetzt aufpassen, weil ich kein Burst Damage mehr habe. Oder zumindest nicht mit der Rune. Was ein bisschen ärgerlich ist, die haben Kartus. Das heißt, er drückt einfach Ult, wenn wir Lowlife sind. Und dann können wir nichts dagegen machen. Wir müssen gucken, ob unser E-Shield reicht. Aber wahrscheinlich nicht. Werden wir sehen. Vielleicht können wir tatsächlich gegen die dann auch noch... wo ist es denn? Banshees gehen. Sind Magic Resist und maybe haben wir dann unser Schild ab für die Ult. Bin natürlich richtig geil. Muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Sie hat Oran Shield. Das ist eigentlich gefühlt heile ich sie nur mit Auto-Attacks, wenn es eine einzelne ist. Ist natürlich jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Und da wäre nämlich Electrocute schön gewesen. Leider gab ein bisschen wenig Mana. Och, die Q ist einfach so spät geflogen. Wenn sie sich da mal nicht übernimmt, die Kindred. Sehr schön. Die Kindred, die rasiert ja gerade richtig hart. Hier, da seht ihr es übrigens, wie krass sie sich alleine heilt, wenn ich nur einzelne Attacken mache oder so. Die im doofen Doran Shield. 3-0 Kindred, ey. Jetzt nochmal gerade ein Ward vorsichtshalber. Bisschen hinter Minions verstecken. Lassen die Wave mal gerade ein bisschen zu uns kommen. Und natürlich nicht von der E gehittet werden. Ein bisschen unglücklich. Ein bisschen verkackt, die Wave hier auszudünnen. Warum ist sie denn eigentlich schon Level 6? Die Wave ist sehr scheiße für mich, ne? Okay, fuck. Es tut mir leid. Ah. Da kann ich da zumindest noch den Kill nehmen. Ist aber Level 4. Okay, das geht ja sogar noch. So, kümmern wir uns hier. Schuhe kaufen und Lost Chapter. Es ist natürlich my bad, dass ich da nicht gepinkt habe, dass sie Miss ist. Also sie hat keinen Kill bekommen. Ich habe einen Kill auf Kartus bekommen, das ist sehr schön. Aber was läuft auch mit Level 4 da lang, ey? Geht sie nicht gut oder was, ey? Wir gucken natürlich, dass wir einmal die Wave hier reinpushen. Hier seht ihr den Hextech Alternator. Sie hat keine Ult mehr, das ist schön. Das ist ja so bitter, ne? Ich hab verkackt. Ich muss da die Turm-Agro nehmen. Ich muss da die Turm-Agro nehmen. Bin ja so bad, ne? Sorry, Kindred. Habe ich gerade auch mein Timing hier für die Wave ein bisschen verkackt. Also das war my bad. Ich muss da den Kartus angreifen, um die Tower-Agro zu nehmen. Weil ich die Wave nicht in Time pushen kann. So, mit der nächsten Wave habe ich wieder Tibbers. Da muss ich auch ein bisschen für spielen. Sieht's Top-Lane aus. Okay, irgendwie ein bisschen sehr komisch. Okay, sie stirbt aber dafür. Sie hat einen Shutdown bekommen. Bisschen ärgerlich. Aber was soll's. Wobei, was heißt, was soll's? 30 Farm vorne, sie hat einen Shutdown von 200 bekommen. Obwohl, eigentlich hat sie für das Ganze nur 200 bekommen. Also ich bin auf jeden Fall noch vorne im Gold. Das steht auf jeden Fall fest. Ah, der bekommt die Plating nicht mehr. Ich würde aber dann tatsächlich gleich, glaube ich, mal gucken, ob ich Botlane besuche. Und jetzt mit Loons nochmal.
Das war ein böser Hit. Ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht, dass sie nochmal auf mich zukommt. Hast du davon? Du Doofkopf. Dann wird sofort die Ult geflogen kommen. Nein? Hat Katus keine Ult mehr? Doch, der muss sie haben. Vielleicht hat er verkackt. Aber für die Plating hier zu gehen ist eigentlich nicht sehr smart. Oh. Sag's auch noch. Ist nicht smart. Okay, wir kaufen uns mindestens hier den Null Magic Mantle. Also das war absolut cocky, dass sie ihn dann noch für die Wave, für die Plating gehe. Das war ein bisschen unnötig. Ja, jetzt kriegt sie die Plating. Ein bisschen auf Top Kindred, maybe Mitte dann abholt. Aber nein. Das Gute ist, sie kriegt nur eine Plating. Wir können eigentlich mal für Mundo gucken. Natürlich ärgerlich. Ich habe Kratos ja gerade bei Meralt gesehen. Hätte lieber auf den Herald gehen sollen. Ich glaube, ich habe genügend Leben, um die zu töten. Das war dumm. Das war absolut dumm. Warum mache ich das? Ach, ich war mir so sicher, dass ich sie töten kann. My bad. Da will ich von ausgehen. Ich so lowlife bin. Achso. Kann ich noch Magic Resist aufbauen hier. Der Rakan ist auf einer Rampage, ey. Dass ich das nochmal sehen darf, ey. Okay, ich muss jetzt mal aufhören, hier rein zu inden. War viel zu cocky da. Das darf ich nicht machen. Dafür sind wir nicht viel zu hart ahead. Dann strengen wir uns mal kurz an. So, in der nächsten Kombo ist sie tot. Wäre das eigentlich nochmal mit dem Greeden? Ja, Kali hat das Beste gemacht, was sie da hätte machen können. Gut, wir haben den First Turret bekommen. Der schöne Botlane, der Double Kill. Ist hier irgendwo zufällig eine Plant? Nein! Ich kann ja nicht bekommen. Oh, und hat den Turm da bekommen. Okay, Kratos ist nochmal tot. Der Drake soll free sein. Actually, warte mal, wenn die da alle tot sind, oder die anderen drei Botlane sind, kann ich mir den Turm hier oben nehmen. Dann kann ich mir hier oben den Turm nehmen. Ich kriege das Gefühl, dass ich vielleicht hätte beim Fight unten mit dabei sein sollen. Come out, wherever you are. Das ist hart assi von ihr. Das weiß sie aber auch. Ich habe gehofft, dass ich da noch safe bin. Ich hätte Tibbers vorschicken sollen, dass der noch den Turm tankt. Egal. Banshees wird zu Ende gebaut. Ja, finde ich schön, dass Pike nach oben gekommen ist, um mir da zu helfen. Sag's, wie es ist. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht. Aber wahrscheinlich wäre meine Annie auch nicht so greedy gewesen. Ist auch hier schon wieder eine absolute Kill-Fiesta, ne? Okay. Vielleicht sollen wir einfach Midlane gehen mit den anderen, um da Quatsch zu machen. Vielleicht so eine 3-4 Mann-Ult. Sehr schön.
Shibas, helf mir mal. Ich wusste gar nicht, dass sie ihren Schildbau da noch abhat. Akali lebt, die wird safe in Kill gehen wollen. Jetzt lebt Ash wieder, die wird safe in Arrow gehen wollen. Na, dann haben wir jetzt Banshees fertig. Block die erste Fähigkeit, das ist doch auch schön. Und dann gehen wir direkt Richtung Rabadonski. Im Turm bekommen noch für die Kill-Fiesta, die da gerade lief. Das ist doch alles sehr schön. Und 3 Level über der Akali. Ist natürlich auch sehr angenehm. Und leider noch kein Anti-Heal irgendwie. Wenn Malphite dann Angle sieht, knapp dafür. War nicht wirklich Nash. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen sehr wild gewesen. Scheiße, ich habe gehofft, dass ich meine W noch drauf machen darf. Los, Tibas! Los, Tibas! Dann los, Samira. Ist mir jetzt... Alter. Egal, nimmt Drake, nimmt irgendwas, nimmt alles. Nimmt den alles weg. Ja, jetzt machst du da das Ace, ne? Wenn ich kein Assist wegkrieg. Ich wollte sagen, Malphite, du alleine. Das kann ein bisschen dauern. 400er Hits, ey. Er sitzt einfach morgen noch am Drake. Ach, Mann. Der hat Hunans gebaut. Hochwild. Okay, wie konnte das jetzt so hart eskalieren? Warte mal, haben wir den Drake bekommen? Ja, haben wir. Okay. Dann bin ich fürs große Ganze gestorben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist natürlich ärgerlich, dass ich gestorben bin. Aber egal. Okay. Ich werde jetzt mal ein bisschen safer spielen. Irgendwie um die Büsche herum spielen. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil die beim Drake schon dabei waren. Darum müssen wir da rein flanken. Und mit flanken meine ich einfach straight drauf zulaufen. Sehr schön. Sehr schön. Sollte Nash sein. Nash kann und. Das ist natürlich fies da mit der Cannon, ne? Das weiß er auch selber. Warum nicht Nash? Wenn die da jetzt nicht noch sterben? Und das war. Läuft sie denn aus der Ult da raus? Wenn ihn gehuckt bekommt? Safe in dem Busch drin. Keiner gesehen. Ich hätte ihn vielleicht schielen sollen. Bad. Damit stirbt auch übrigens unsere Fantasie vom Nash. Warum wollt ihr denn surrendern? Seid ihr dumm? Also, for real, seid ihr dumm? Ich hab die Cannon nicht bekommen, ich bin ein bisschen traurig. Ich hätte gerne das Gold gehabt, ich sag's, es ist. Dachs ist es. Bitte gern das Gold. Egal, Samira soll auch fett werden. Skatus. Sehr schön, dann machen wir mal zu zweit Nash. Hier ist gleich der Drake ab. Oh, lass die Cannon doch nicht sterben. Dumm. Enden. Sehr schön. Wenn ihr nochmal zum Enden geintet. Aber egal. GG Webplate. Messer. 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 Sehr schön. Someone didn't dodge when you ran my champ select. Ah. Da waren die vorher schon in einem Champ Select drin. Ah. So. Kommen die Kindred, die war da wild dabei. Ja, nur ein S geworden. Ja, ich war teilweise ganz schön cocky dabei. Ah, und easy den ADC outdamaged. Sehr schön. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Zeigen euch natürlich noch die Runen, auch wenn das nicht ganz so wild war. Aber egal, man kann auch mit verkackten Runen spielen. Seht ihr ja.
Na gut, dann in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.